Willkommen zurück. StarCraft 2, der Ladebildschirm. Ein schönes Bild. Und jetzt sehen wir, was passiert. Schiffsmesse der Hyperia. 19.14 Uhr Bots Zeit. Du hast da draußen echt gut gekämpft, Tigers. Deine Zeit im Tiefkühler hat deinen Reflexen kein bisschen geschadet. Tja, Angst und Gewalt haben schon immer das Beste aus mir herausgeholt. Ich muss zugeben, wir waren schon immer ein gutes Team. Naja, zumindest bis ich in den Knast musste und du rechtschaffen geworden bist. Stimmt. Ja, der ist noch ziemlich sauer. Kann man verstehen. Oh, neuer Forschungsprojekt. Ja, gehen wir gleich mal gucken. Tosch. Hast du dich schon mal gefragt, warum Minsk nicht einfach seine Ghosts auf dich angesetzt hat? Du bist ihm seit langem ein Dorn im Auge. Ein Attentat gegen mich würde mich nur zum Märtyrer machen. Dann würde er mich nie los. Erst muss er meinen Ruf zerstören. Sehr gut. Trotz deines Hasses auf ihn denkst du noch klar. Natürlich hat seine Geduld auch Grenzen. Vorsichtig, Reno. Auf diesem Schiff gibt es bereits jemanden, der für Mengs arbeitet. Ich spüre es. Jemand arbeitet für Mengs. Wer soll das denn sein? Also, wie macht sich der Odin als Kampfmaschine? Kumpel, das Ding ist eindeutig die beste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Damit rumzulaufen und für ein bisschen Recht und Ordnung zu sorgen, hätte mir fast Tränen in die Augen getrieben. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn ich noch eine Runde damit drehen kann. Du bekommst deine Chance noch früh genug, Kumpel. Keine Sorge. So, dann schauen wir jetzt mal nochmal in die Nachrichten. Hier ist Kate Lockwell und ich berichte live aus dem UNN-Hauptquartier auf Korhal. Schalten wir zu Donny Vermillion, der einen ganz besonderen Gesprächspartner hat. Richtig, Kate. Ich freue mich, General Horace Warfield begrüßen zu dürfen. General, die Liga-Streitkräfte werden heute also ihre neueste Waffe vorstellen, die Odin-Kampfmaschine. Allerdings, Donny. Wir werden den Odin auf den Straßen Korhals vorführen, live begleitet von ihrem hervorragenden Sender. General, Kate Lockwell hier. Ich habe Gerüchte gehört, dass es logistische Schwierigkeiten bei der Präsentation des Odin gegeben haben soll. Augenblick, Sie haben richtig gehört, Kate. Der Transport des Odin hat sich verzögert und wir haben vorübergehend den Kontakt zur Produktionsfabrik verloren. Aber nun ist er wohlbehalten angekommen und wir können mit der Vorstellung beginnen. Wir machen die Nachrichten. Die Enthüllung der neuen zerstörerischen Waffe der Liga auf den Straßen Korhals. So kann ich nicht arbeiten. Diese Frau soll sich gefälligst aus meinen Interviews raushalten. Mein Kumpel Horner zieht die Sache also wirklich durch. Ich gebe zu, ich bin ziemlich beeindruckt. Ich auch. Ja, ja. Gehen wir mal ins Labor. Was war das denn, was du da unbedingt haben wolltest? Red doch mal. Sir, Sie sollten mal einen Blick auf die Forschungskonsole werfen. Alles klar, dann schaue ich doch mal rein. Und? Jetzt? Ladung beinahe augenblicklich ab. Das überleben, wenn das stimmt. Im Raum haben. Transporter. Transporter wäre schon interessant, ne?
Schwere Entscheidung. D oder E? Komm, nimm mal Predator, weil ich die Hunde so cool finde. Ja, haben Sie eine Frage, Sir? Nö. So, Arsenal, Swan. Sag mal, Swan, wie stehen unsere Chancen, sowas für den Odin zu bauen? Bist du verrückt? Wir haben nicht annähernd die Ausstattung dazu, sowas Großes in Massen zu bauen. Und ich habe gedacht, du könntest so ziemlich alles bauen, Swan. Witzig. Na gut, es muss ja nicht unbedingt groß sein. Ich lass mir was einfallen, mach dir mal keine Sorgen. Das Ding mag zwar nett aussehen, aber ich baue dir was, was eine ganze Ecke praktischer ist. Du wirst schon sehen. Dann bin ich mal gespannt. Arsenalkonsole. Raumschiffe. Ja. Ja, okay. Alles nicht. Ja. Brücke. Matt, was hast du zu sagen? Sir, als Tychus auf das Schiff zurückgekommen ist, habe ich ihn von den Technikern scannen lassen. Matt, du brauchst unbedingt ein anständiges Hobby. Ernsthaft, Sir. In seinem Anzug ist ein raffinierter Empfänger eingebaut. Erhält dieser den richtigen Code, werden alle seine lebenswichtigen Organe außer Gefecht gesetzt. Dieser Anzug ist eine Todesfalle. Als würde ihm jemand eine Knarre an den Schädel halten. Und wer hat den Finger am Abzug? Möbius? Tychus, wo hast du dich da diesmal reingeritten? Naja, Tychus. Dann schauen wir mal auf die Sternkarte. Kohall? Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir... So, das war das. Ach, sprich. Wir haben den Odin in unserem Besitz. Nun können wir ihn dazu verwenden, den Angriff zur Übernahme der UNN-Studios auf Kohall zu leiten. Sobald der Odin ihre Verteidigungsanlagen ausgeschaltet hat, werden wir mit der Ausstrahlung beginnen. Darüber wird man noch in 100 Jahren sprechen. Ja, dann los. Unser Überfall auf die Valhalla-Anlage wurde noch nicht gemeldet. Die Liga hat keine Ahnung, dass wir den Odin gestohlen haben. Ich musste so ziemlich jeden Gefallen einfordern, den ich noch gut hatte. Aber der Odin ist jetzt auf der Oberfläche mit Tychus als Pilot. Matt, du bist ein Genie. Das muss eine komplizierte Operation gewesen sein. Das wollen Sie lieber gar nicht wissen, Sir. Ich würde alles dafür tun, Mengs bloßzustellen. Also, wollen Sie ihn nachher wirklich in den UNN-Studios filmen? Das ist richtig. Und wir werden Sie nicht enttäuschen. Da Tychus der Einzige mit Erfahrung ist, wird er den Odin steuern und einen Überraschungsangriff auf die Wachen des Studios starten. Sie werden einige Minuten verwirrt sein und zuerst gar nicht wissen, wen Sie angreifen sollen. Und in der allgemeinen Verwirrung errichten wir mit Hilfe unserer kürzlich erworbenen Kommandozentrale einen Stützpunkt. Ziemlich durchtrieben, Matt. Gefällt mir. Wenn Tychus mit seinem Überraschungsangriff genug Schaden anrichten kann, sollte es relativ einfach sein, die Übertragung durchzuführen. Nicht vergessen, uns bleiben nur ein paar Minuten, bevor die Liga erkennt, dass Tychus in dem Odin sitzt. Sobald sie das herausgefunden haben, werden sie alles, was sie haben, in Bewegung setzen, um uns aufzuhalten. Was auch immer passiert, das wird auf jeden Fall eine Show, an die Mensk sich sein Leben lang erinnern wird. Okay, dann mal los. Ja, los geht's. Bin ich mal gespannt. Sondermeldung. Das gibt eine Sondermeldung. Netzwerk der Liga. Bringe Ihre Standorte jetzt auf den Schirm. Okay. Auf geht's, Tychus. Du weißt, was du zu tun hast. Dachte schon, du würdest nie fragen.
Odin ist außer Kontrolle. Wiederhole, der Odin ist außer Kontrolle. Haltet ihn auf. Achtung, Rebellenpilot. Hier spricht General Warfield vom Liga-Hauptquartier. Ergeben Sie sich, oder Sie werden umgehend vernichtet. Ja, der Hund ist von alleine und jetzt geht's rund. Schön, Odin. Bam, bam, bam. Heftig. Macht Platz für den Platzhirsch. Wie sind die mit dem Belagungspanzer da? Macht Platz für den Platz. Ja, Königin Odin erlebt. Zack weg. Das wird hinhauen. Zack weg. Ich liebe es. Und putz. Von der Leine. Hoffentlich ist das Ding versichert. Das und futsch. Und futsch. Und futsch. Futsch. So, der Götter im Anmarsch. Und futsch. Nichts als Asche. Zorn der Götter im Anmarsch. Das wird hinhauen. Boah, zwei Schuss. Platz für den Platzhirsch. Die zerquetsche ich wie Käfer. Guck mal, da steht noch einer. Nichts als Schutt und Asche. Schön abschießen, Ragnar Röckenroll. Und da kommt Zack weg. Wetschig wie Käfer. Für Energiebrüche dafür, 75. Geh kaputt! Geh kaputt! Das wird hinhauen. Der Hund ist von der Leine. So, guck mal, jetzt mal streckt zwei WWS. Pam und nochmal. Der Hund ist von der Leine. Yay! Es ist zerstört. Die Kommandozentrale und jetzt auch noch. Wurde ausgelöst. Es wird nicht lange dauern, bis sie mich aus ihrem System werfen. Mach dir mal nicht ins Hemd, Junge. Gönn einem Mann doch ein bisschen Spaß bei seiner Arbeit. Genau. Das wäre genau. Gönn mir doch mal ein bisschen Spaß bei meiner Arbeit. Platz, Hirsch. Das wäre genau. Zack weg. Zack. Zack weg. Mach Platz für den Platz, eins. Hirsch. 2, 3, 4. Heftig. 1. Ragnar Röckenroll. Ich. 3. Nichts als Schutt und Asche. Ach ja, ja, ach ja, der Odin. Keine Zeit mehr. Die Jungs hier auch nicht. Immer in der Ruhe. Boah, das steht einfach mal eiskalt weg. Platzhirsch. Ich liebe es. So, renn mal noch schneller rüber. Heftig. Macht Platz für den Platzhirsch. Ragnar Röckenroll. Ich präsentiere Ihnen das neueste Kriegsgerät der Liga. Den Odin.
Ja, direkt in Action. Die Liga hat auf einen sicheren Kanal gewechselt. Ich kann ihre Positionen nicht mehr bestimmen. Ich konnte allerdings auf das UNN-Netzwerk zugreifen. Wir müssen lange genug Truppen in der Nähe eines Sendeturms halten, um unsere Nachricht auszustrahlen. Damit unsere Übertragung den gesamten Raum der Liga erreichen kann, werden wir jeden Sendeturm lange genug kontrollieren müssen, um die Daten hochzuladen. Jeder Einheitentyp kann die Kontrolle aufrechterhalten. Okay. Du kannst darauf wetten, dass Mengsk da auch noch ein Wörtchen mitreden will. Gehen wir. Alles klar, ab an die Arbeit. Schlechte Neuigkeiten? Warten! Unsere Basis ist aufgebaut und einsatzbereit. Ich übertrage die Kontrolle jetzt an Sie, Sir. Ist aber nett von dir. Okay. Okay, kein Bodenangriff. Der schleppt. So, eigentlich ein Fahrzeug, oder? Die neuen Maschinen kommen. Diese Tore sind kleiner als der Odin, aber sie lassen sich besser steuern und haben immer noch ordentlich Wumms. Viel Spaß. Yay, ein Tor. Der Große hier gehört mir. Es ist Männer. Komm, bauen wir mal ein paar WPFs. Nicht genügend Mineralien. Na, jetzt müssen wir erstmal hier wieder aufbauen. Ganz normal, wie immer. Mais. Böse. DBF bereit. Gib mir mal sehen, was dieses. Oh, was der Predator kann. Mal schauen. Kommt noch was? BBF einsatzbereit. Nochmal stehen zuerst. Nochmal stehen. Stehen. Na, auf geht's. BBF bereit. Ja, los. Zeig mir mal, was er kann. Ich glaube, ich nehme den immer, wenn ich das Spiel spiele. Den Predator-Hund. Kann er denn? Was hat er denn? Nahkampf. Schwierig 1. Okay. Guck mal, was er kann. Haben wir denn hier ein paar Truppen von denen? Wow, der hat ja richtig gelohnt. Ich rost. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Das lohnt sich überhaupt nicht. Wie viel kann ich ja machen? 2, 4, 6, 8. Ja, okay, das reicht dann erstmal. Dann stellen wir da noch einen rein. Machen wir hier noch eine Raffinerie. Was nicht passt, wird passend gemacht. BBF bereit. Geht die zwei da rein. Und dann gehen wir mal los. Mal sehen, was dieses Baby so na, drauf los. Hat. Mach Platz für den Platz. BBF einsatzbereit. Ragnar Röckenroll. Schauen wir mal. Der macht Schaden 44, der macht Schaden 48. Warum? Lol. Es ist mir nach Hause gefolgt. Hier ist der oh. Noch einer. Gib mir was zu tun. Wir benötigen mehr Versorgungsdepots. Ich bin schon dabei. Nicht genügend Mineralien. Na, wieder arbeiten. Aha. So, und weiter geht's. Drei Stück werden doch mal sehen, was passen. Dieses Baby so drauf hat. Hoch, hallo, runter. Das wäre gar nicht runter. Ich laufe ja falsch. Ich schussel. Echt. Platz für den Platzhirsch. Schickt mich zurück in den Kampf. Boah, der rennt einfach.
ist es mir nach Hause. Alles vollkommen durch. Kann ich es behalten? Odi. Heftig. Ups. Das wird hinhaben. Dieser mächtige Stahlgigant steht als das ist ja. Unsere Liga-Ingenieure und Wissenschaftler. Tschüssi. Wieder einer weniger. Heftig. Macht Platz für den Platzhirsch. Ragnar Rock'n'Roll. Was? Wo? Tschüss. Nichts als Schutt und Asche. Ah, alles bis dahin. Hier ist der Tor. Komm, machst du mal noch einen. Hoffentlich ist das Ding versichert. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Das wird hinhauen. Platz. Platz herrscht. Ja, wird dann. Na, der eine ist jetzt. Ja, ne. Und los geht's. Ich liebe es. Und noch ein Tor direkt hinterher. Es ist mir. Fühlt den Donner. Ich komme wieder. Es ist vorbei, ihr Idioten. Mal sehen, was dieses bringt. Hier ist der Tor. Das wird hinhauen. Gut gemacht. Es ist mir nach Hause gefolgt. Die zerquetsche ich wie Käfer. Schick mich zurück in den Kampf. Hoffentlich ist das Ding versichert. Aber sicher. Und auf geht's. Ja, du kriegst ja schon Arbeit. Mal sehen, was dieses Baby zu verkaufen hat. So, dann haben wir das ja gleich auch geschafft. Ich liebe es. So, den Turm noch. Ups. Ah, ne, da haben wir noch einen. Ja, du gehst schon wieder da. Ich bin bereit. Und zwei Tors. Mal sehen, was dieses Baby ist. Ich roste hier vor. Schickt mich zurück in den Kampf. Es ist mir nach Hause. Was liegt an? Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ich liebe es. Song der Götter im Anmarsch. Macht Platz für den Platz. Ach, stellen wir mal aus. Sag auf. Team Charlie, schnell zu diesem Turm. Erledig diese Rebellen. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es behalten? Na komm, wo bleibt ihr? Das wird 40% haben wir. Hier ist der Tor. Tschüss. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Ich bin da! Krieg mich! Wird gemacht! Es ist mir nach Hause gefolgt. Ja, ich lach doch. Ich hab auch nicht drauf. Ich roste hier vor mich hin! Erste Übertragung hochgeladen. Selbst Mengsk wird sich aus dieser Nummer nicht mehr rausfinden können. Empfange Übertragung. Es gibt nur
einen Mann, der arrogant genug ist, zu glauben, dass er mit sowas durchkommen könnte. Tja, so ist es. Ha! Dieses eine Mal geht es tatsächlich nur um dich, Arthur. Ich hoffe, du genießt die Show. Ich wusste es. Warfield, schicken Sie Ihre Männer da runter. Ich will Rainers Kopf, verstanden? Seinen und die seiner Terroristenfreunde. Und ich brauche Versorgungspost. Darf sonst noch was sein? Yep. Guck mal, da ist den Thoros. La, die Karawane zieht weiter, oder? Nach Hause. Was denn hier? So, ihr alle kommt mit. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Boah, Heigen erschreckt! Schlechte Neu? Was ist denn der andere Bauer? Es ist was nicht passt, wird passend gemacht. Ich bin da. Mal sehen, und was dieses Tor. Schickt mich zurück in den. Ups. Es ist mir nach Hause gefolgt. Kann ich es gib mir was zu. Mal los sehen, geht's. Was dieses Baby so drauf hat. Bin schon dabei. Ach du Heilige. Ich komme wieder. Naja, dann los. Ja, das ist ja dann einfach nur so. Die einfach nur Zeit kostet. Das braucht kein Mensch. Lass da durch. Hier, guck. Lass durch. Hat das schnell kaputt. Pam. Menschliche Beharrlichkeit und Genialität haben sich vereint. Los geht's. Endgültige Antwort auf die Bedrohung durch die. Uch, da ist mir mein Bauer abhanden gekommen. Was nicht passt, dann passt der Mann. Boom, ein Schlag mit dem Odin und das Vieh ist weg, der Viking. Hier ist der Tor. Nein. Komm. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. So, der Götter im Anmarsch. Das wird hinhauen. Hoffentlich ist das Ding versichert. Sicherheitsverletzung an einem der Türme. Team Alpha, angreifen! Haltet sie auf! Ich bin bereit. Schafft einfach an. Schön. Haben wir es jetzt bald. Schön. Und weiter. Das wird. Bald werden wir Manx' schmutziges kleines Geheimnis an alle Welten der Liga übermittelt haben. Nichts als Schutt und Asche. Ich liebe es. Schlechte Neuigkeiten? Da, boah, geht jetzt das mal probieren. Es ist mir nach Hause. Bam, alles gut. Ragnar Röckenrohe.
Oh, da habe ich ja eben schon Auftrag gehabt, ne? Mach Platz für den Platzhirsch. Ja, ja. Heftig. Ragnar Rock'n'Roll. Los geht's. Einen noch. Ich bin bereit. Mal sehen. Nur zu. Du gehst dahin. Es ist mir nach Hause. Dahin. Mal sehen, was dieses Baby. Schick mich. Ich bin da. Krieg das nicht an. Ich bin Heavy Metal. Aufgehen. Das gemacht. Eins. Wie der geölte Blitz. So. Fühl den Donner. Bin schon dabei. Schieß los. Gib mir was zu tun. Ich roste hier vor mich hin. Gib mir was zu tun. Los, los, los. Es ist an. Reparier mal schnell. Lass ich dir jetzt noch schnell reparieren. Dann geht's rund. Ja, eigentlich brauche ich das gar nicht. Guck mal. Aus der Bahn! Was soll ich machen? Und los geht's. Sie greifen einen der Türme an. Team Bravo, schaltet sie aus. Ich bin Heavy Metal. Alle ein Stück zurück. Mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. So, ist denn zurück in den Kampf. Ja. Ja, schnell da reparieren. Los, 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 komm, Bauer. Ja, komm, es war's. Gibt doch eigentlich auf. Komm schon, gib doch endlich auf. Es ist vorbei. Und 100% Upload abgeschlossen. Und Mission vollendet. Das war die letzte. Wollen doch mal sehen, was die Menschen jetzt von ihrem geliebten Imperator halten. Alle Übertragungen wurden gesendet, Sir. Jeder Planet in der Liga hat gerade einen UNN-Spezialbericht über Max bekommen. Ups. Oh, das tut mir aber jetzt leid. Alles klar. Ja, fortfahren. Packen wir das auch noch mit rein. Komm. Kommt noch bestimmt noch ein Video. Das packen wir dann auch noch mit rein. Komm. Ab in den Part. Diese schockierenden Enthüllungen. Gegen Mengs gerichteter Stimmung. Zur Aufzeichnung der Pressekonferenz des Imperators. Wie äußern Sie sich zu den Völkermordanschuldigungen, dem Einsatz von Aliens um... Ich versichere Ihnen, diese Verleumdungen gegen den Thron sind haltlos und unverantwortlich. Sir, sagen Sie noch immer, dass selbstlose Ergebenheit gegenüber dem Volk Ihre Herrschaftsbasis darstellt? Selbstverständlich. Es ist meine Berufung, dem allgemeinen Wohl der Menschheit zu dienen. Persönliche Macht war niemals mein Ziel. Wie kommentieren Sie dann diese Aussage? Niemand wird mich aufhalten. Nicht Sie, noch die Konföderierten oder die Protoss. Niemand. Ich werde über diesen Sektor herrschen oder ihn atomisieren. Das lasse ich mir nicht bieten. Ihr Arschgeier glaubt, ihr könntet mich hier in Frage stellen? Dieses Interview ist... Ich sehe sehr gerne, wie er sich windet. Aber die Liga wird das ja doch wie alles andere vertuschen. Diesmal nicht. Mengsk hat die Medien jahrelang als Waffe eingesetzt. Jetzt drehen wir den Spieß um. Diese Sendung hat uns einen größeren Sieg gebracht als 100 Schlachten. Vermutlich hast du recht. Dafür haben wir die Revolution ja überhaupt erst begonnen. Es ist noch ein weiter Weg. Aber vielleicht war das ein Anfang. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte.
Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Oh nein. Dafür schleppe ich sie doch mit, Sir. Ach ja, die zwei gute alte Freunde. 18.03 Uhr Bordszeit. Wo ist Tychus? Naja, ist ja erstmal egal. Wir schauen mal die Nachrichten. Hier ist Kate Lockwell, live aus Kahal. Auf den Straßen sind Unruhen ausgebrochen. Um ihre Entrüstung und ihrem Ärger über die heutigen Enthüllungen Luft zu machen, haben Bürger Regierungsgebäude in Brand gesteckt. Donny, wie ist die Situation bei euch? Ich hatte einen Bruder auf Tarsonis. Ich hatte dort einen Bruder. Gut. Danke, Donny. Imperator Mengsk hat zu den Vorwürfen bereits in einer Ansprache Stellung genommen. Leider waren zu diesem Zeitpunkt unsere Satelliten gesperrt. Daher zeigen wir Ihnen jetzt einen Ausschnitt daraus. Diese Beweise wurden gefälscht. Die Feinde der Liga scheuen vor nichts zurück, um meinen guten Ruf zu zerstören. Diese ruchlosen, verleumderischen Angriffe werden nicht... Der Rest seiner Ansprache ging in lautstarken Protesten unter. Der Imperator zog sich daraufhin in den Palast zurück und verweigert seither jeglichen Kommentar. Meiner Ansicht nach wurde Imperator Mengsk entlarvt als... Oh! Oh, achso, nochmal. Wir gehen mal ins Labor. Schauen wir da nach dem rechten. Ah, läuft alles. Arsenal. Swan. Siehst du, ich hab dir ja gesagt, ich zimmere dir was Besseres zusammen als diesen Odin-Schrott. Gefällt mir. Das ist die richtige Einstellung, Kumpel. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt. Muss noch ein wenig am Chassis feilen, aber ich habe schon mal über Upgrades und Varianten nachgedacht. Das wird aber nicht billig, Cowboy. So riesige Dinger sind halt sau teuer. Aber sie sind es auch wert. Du wirst sehen. Das ist genau, was ich hören wollte. Ich sehe es mir mal an und... Ja, also da können wir. Wir haben jetzt 265.000 Liga-Tor. Brücke. Hat Matt noch was zu sagen? Tychus. Und denkst du schon drüber nach, dieses ach so luxuriöse Leben an den Nagel zu hängen und Nachrichtensprecher zu werden? Ah, der Normalbürger könnte meinen gewaltigen Sexappeal doch überhaupt nicht verkraften. Ich schätze, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Hier bei dir, Kumpel, bis zum bitteren Ende. Ich bin froh, dass du bei der ganzen Sache dabei bist, Tychus. Du hast dich heute echt Horner. Geschlagen. Na, Matt, planst du schon den nächsten Schlag gegen Mengsk? Bis jetzt noch nicht, Sir. Ich denke, wir müssen uns erst auf die Zerg konzentrieren. Mengsk zu stürzen bringt gar nichts, wenn wir die Zerg nicht besiegen können. Auch wieder wahr. Die Freiheit alleine ist nichts wert, wenn Kerrigan uns alle tötet. Ich schätze, Mengsk... So, und ihr müsst jetzt leider noch etwas warten. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und schaltet wieder ein bei StarCraft 2 Wings of Liberty. Ciao.